Wir machen hier eine Street Music Folge und geben dem Typen einfach seine Musik. Ich glaube, ich habe so ziemlich alles, was er braucht. Vielleicht fehlt eins. Ja, ich habe noch mehr. Ah, ich habe gar nicht alles. Ah. Geben wir ihm einfach ein bisschen was. Ich glaube, die ersten paar Stücke waren nicht die besten und die anderen sind dann besser geworden. Okay. Einen Energy Drink bräuchte ich, damit ich mir die letzte Seite kaufen kann. Okay, hier. Geringfügig wichtige Informationen. Viel besser. Nee, ist auch nicht meins. Eine Meldung von mir. Wir haben halt 33 Grad am Nachmittag. Und in der Nacht, oder die nächsten Tage dann 35. Also verdammt, das wird eine extrem heiße Woche. Und mein PC wird leiden. Ist noch nicht fertig, verdammt. Letzter. Das wird Abschlussstrum. Immer locker, immer cool. Eins oder zwei waren da ziemlich cool, ja. Das ist ein langes Stück, aber glaube ich das Beste, was er da drauf hat. Er ist noch immer dabei. Für alle Leute, die das noch nicht gesehen haben. Ah. Es reicht, es reicht. Gutes Stück, aber gutes Stück. Gute Arbeit, gute Arbeit. Du wirst immer besser. Petit Vase. Und Venedig Vibes. Passt alles, passt alles.
Recording läuft. Ich schaue dunkel aus. Momo wartet auf seinem Boot auf dich. Du kannst dich ihm anschließen. Aber hast du hier drinnen alles erledigt, was du wolltest? Dann nicht, denn ich werde die Tür hinter dir schließen. Ich will nicht, dass Zirks hier reinkommen. Ja, ich weiß, wir kommen nicht wieder zurück. Du kannst schließen, die Tür. Und sie ist zu. Na, ich hab's mir anders überlegt. Ich will doch wieder rein. Nein, ich will wieder rein. Ah, das ist ein typischer Katzenmove. Ein typischer Katzenmove. Ihr kennt das sicher. Lass du die Katze raus in die Freiheit, wir sehen auf einmal doch wieder rein. Okay. Dadurch nichts wirklich Wichtiges verpasst. Ich kann nicht glauben, dass du Doc und den Defroxer bekommen hast. Und damit können wir jetzt die Bütze finden. Los geht's. Müde. Die Kanalisation. Dieses Level habe ich noch auf Englisch gespielt, danach ist es auch wieder blind. Das heißt, vielleicht werde ich mir mal anschauen, wo ich mehr Views bekomme, in Deutsch oder Englisch, was Leute sagen. Wenn Leute was sagen und dann mich entscheiden, was ich zuerst fertig spielen will, die deutsche oder die englische Kampagne. Ja. Keine Ahnung, wie die Konkurrenz bei diesem Spiel ist. Das ist auf jeden Fall ein cooles, beliebtes Spiel auf Reddit. Ich meine, jeder mag Katzen. Jeder mag sie. Alles klar, Momo? Ja, ich weiß. Du hast die roten Augen noch nicht gesehen. Glaub mir. Das ist freaky. Falsche Taste. Wo ist er denn? Ah, hier. Ich war noch nie so weit weg von den Slums. Wenn du hier bist, habe ich nicht einmal Angst. Ja. Der Beschützer der Katze. Ja, doch, keine Angst, passiert, keine Angst. Was auch immer wir jetzt sind. Ich glaube, man kann nicht checken.
Diese alten Vorrichtungen sind jetzt kaputt. Ich glaube, wir können sie nur noch per Hand öffnen. Das so welchen fetten Let's Play-Tagen, wenn neue Spiele rauskommen. Wird unglaublich viel Zeit reingesteckt in so welche Spiele. Das ist fast meine echte Arbeit schon Erholung. Da drüben ist doch was, oder? Ich sehe es. Wie komme ich darüber? Ich kann nicht mit dir weitergehen, aber ich will nicht aufhören, nach einem Weg zu suchen. Wenn du Clementine findest, sag ihnen, dass ich mutig war. Nein. Ich bin eine Katze, ich würde ihnen gar nicht sagen. Wie komme ich darüber? Seht ihr das Blaue da drüben? Das ist nicht eine Nachricht. Vielleicht komme ich gar nicht drüber. Schaut schlecht aus. Wir haben auf jeden Fall keine Gespräche mehr. Okay, hier war mein erster Tod. Genau hier. Und fast schon wieder. Das ist eine Todesfalle. Hier durchzulaufen ist eine Todesfalle. Die Kanalisation, ja, ich erinnere mich. Sauberes Wasser war rar. Die Stadt wurde von riesigen Maschinen versorgt, die sich tief in die Erde gruben. Wie alles andere auch wurde es rationiert, um die Menschen in Zeiten der Dürre zu versorgen. Der Switch hat mich gerade gekillt. Oh. Der Wissenschaftler zeigte mir den Bauplan für die Wassertanks. Sie sind gigantisch und können ein ganzes Gebäude fassen. Das sind so ziemlich die blauen Checkpoints, Story-Geschichten der Checkpoints, die man finden kann. Habe davon, glaube ich, schon ein paar verpasst. Ja, ich werde nicht alles finden. Ich mache auch keine Platin-Trophäen mit diesen Spielen. Es gibt immer eine Quest, über wenn man was sammeln muss, die glitcht. Oder die ich nicht finde und nein. Ich habe keinen Bock drauf. Platin-Trophäen sammeln gehen gar nicht bei mir.
Ich habe es erwischt. Andere Nachzügler. Und hier sind die creepy eyes. Überhaupt nicht creepy. Überhaupt nicht. Hopp. Glücksies. Überhaupt nicht. Ich hole mir mal ein paar von denen. So. War ja mitgenommen. Frühstückseier. In diesem friedlichen Katzenspiel dann so welche fette Augenwände einführen, die eigentlich nur Horror-Vibes haben. Ich habe mir nicht angeschaut, was für ein PG-Rating das Spiel hat. Was PG-14 ist und so. Keine Ahnung. Geholt von denen. Das ist nicht der offizielle Weg, oder? Memories. Nein, da war ich früher nicht. Im Englischen war ich da nicht. Die Substanz wächst überall dort, wo es Zirks gibt. Woraus besteht sie? Sie scheint zu pulsieren, als wäre sie lebendig. Glaubst du, wir befinden uns in einem riesigen Organismus? Es ist
Mir gefriert gerade der Bildschirm. Ja, da sieht man, wie viel ich verfehlt habe bei dem blauen und gelben Zeug. Ui. Ja. Können wir mal reinhupfen, schauen, was passiert. Ein bisschen am Auge kratzen. Dieser Teil. Oh, nein. Verdammt. Bastard. Ich dachte, da oben bin ich sicher. Sicher. Dann halt im Kreis laufen, das ganze Mal wieder. Okay, machen wir wieder zuerst die rechte Seite. Und noch mehr. Nein, einer hat mich erwischt. Bastard. Und ja. Katzen? Oder war da noch was? Ob nein, Katzen. Katzen Jones. Oh, Katzen Jones. Alles, was nach dieser Szene passiert, ist blind dann. Oh, nope, don't catch me. Nicht anfassen. Bin eine weibliche Katze, kriegt eine sexuelle Beschwerde. Belästigungsbeschwerde. Okay.
Oh boy. So, ich bin leicht langsamer, weil ich den Typen im Mond habe. Okay. Ja, bis hierhin habe ich gespielt. Nein, kleine Roboter. Oh. Ich habe ihn damals nur mehr schlagen müssen. Es war dunkel, ich war alleine. Es fühlte sich an, als wäre ich wieder im Netz. Aber du hast mich gerettet. Danke, mein Freund. Ein so hoher Stromverbrauch war hart für meine Prozessorkern. Der Deflux ist jetzt völlig zerstört. Wir müssen vorsichtig sein. Ich verstehe. Ich meine, das ist eigentlich eine gute Gameplay-Veränderung, dass man den jetzt nicht mehr hat. Okay, schauen wir mal, wie weit wir drin sind. Ich werde definitiv dann noch weiterspielen. 26 Minuten. Ich schaue noch ein bisschen weiter. Ein bisschen weiter schaue ich noch. Alles ab jetzt ist blind, das heißt, ich spiele Deutsch jetzt ein bisschen weiter blind und werde mich in Englisch dafür ein bisschen mehr auskennen danach. Theoretisch macht es Sinn, mit der Facecam zuerst zu spielen. Die Vibes hier. Die Vibes und die Musik. Geile Kombi. Nur kurz. Werten Frau, Mann. Baladin. Eine Reisende aus der Kanalisation. Wir haben schon ewig keinen mehr von euch gesehen. Bist du derjenige, der uns vorhin kontaktiert hat? Der kleine Außenwälder? Sobald sah der Außenwälder, hat dich schon erwartet. Er meditiert noch oben im Dorf. Okay. Ameisendorf. Nicht weiter, ja. Katzin Jones. Das schaut nicht so aus, als wären sie weit gekommen. Diese Maschine, der Wissenschaftler, der mich geholfen hat, hat so ein Gerät benutzt. Vielleicht ist es der Balzer, der Wissenschaftler. Er war krank. Das war seine letzte Hoffnung. Er ist in die Maschine gegangen. Aber ich war nicht bei ihm. Er war allein. Was hat er vor? Er lud sich selbst in den Computer hoch und dann war alles anders. Aber im Hochladen ging etwas schief. Er saß für hunderte von Jahren fest, bis eine kleine Katze auftauchte. Ja. Ich bin der erste Wissenschaftler. War es. Es war... Ich weiß, ich war der Wissenschaftler. Oh. Ich war ein Mensch. Ja. Ich brauche einen Moment. Verdau das mal, kleiner Roboter. Verdau das mal. Okay. Die Aussicht ist cool. Und bei dieser Aussicht beenden wir die Folge. Ich spiele gleich mal weiter. Da haben wir auch einen guten Checkpoint. Schaut euch diesen Checkpoint an. 5 Sekunden. Oh, ist das heiß. In der nächsten Folge geht's blind weiter.